Herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Meine lieben Freunde, ja, wir sind wieder an Bord hier der Normandie. Noch nicht ganz. Wir müssen jetzt erstmal die Normandie betreten. Und ganz kurz vorab nochmal. Ich habe das Texturenpack Moi Team, heißt es, glaube ich, installiert. Und ja, der gute John Shepard und unsere Gefährten sehen jetzt doch noch ein bisschen aufgepimpt aus. Und die Shadow-Filter sind auch noch mal ein bisschen verändert worden. Also insgesamt nochmal ein kleines grafisches Update. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Alles klar. Jetzt mal dekontaminieren und dann geht's auf zur Normandie. Dekontamination. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Das ist ein komisches Gefühl, nicht wahr, mein lieber Joker? Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebootet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Okay, dann wird es Zeit für eine ehrliche Ansage. Auf meine Art. An alle auf der Normandie. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Denken Sie an Eden Prime. Und das ist die Verantwortung der Menschen. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Denken Sie an Eden Prime. Wir alle wissen, was auf Eden Prime geschehen ist. Wir haben die Zerstörung gesehen. Und die vielen Leichen. Das alles war Sarens Werk. Und dafür wird er bezahlen. Wir dürfen nicht versagen. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Ja, das kann schon sein, aber wir werden ihn nicht enttäuschen. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Wir haben John Shepard gehört, Freunde. Es geht los. Wir haben eine neue Mission. Wir müssen jetzt zu dem Cluster. Schauen wir nochmal, was unser Tagu sagt. Zuerst mal wollten wir hier die gute Liara finden. Das heißt, wir müssen zum Artemis Tau Cluster. Und dort werden wir auf sie warten, beziehungsweise sie in Empfang nehmen. Nuveria, das Interesse der Gate. Ja, wenn nach Nuveria können wir alternativ auch reisen, um die Berichte der Gate einzufordern, oder nach Ferus. Und Ferus wurde offensichtlich auch angegriffen. Aber wir haben die Mission Nummer 1. Ich weiß nicht, ob wir alle Missionen tätigen müssen, aber wir müssen uns ja für eins entscheiden, nicht wahr, Freunde? So, endlich mal wieder zurück auf der Normandie. Wir waren ja schon lange nicht mehr hier. Ja, Freunde, dann sagt doch mal, wie gefällt euch denn dieses kleine grafische Update? Meine geschulten Augen sehen schon ein paar kleine Grafikfehler nach dieser Aktualisierung, beziehungsweise nach dem Texturenpack. Habt ihr gerade vielleicht bei Joker gesehen? Ja, das ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Aber hier sehen wir auch gerade die Anzüge und so, das wurde alles komplett überarbeitet. Ganz schön nice. Nun, Freunde, aber jetzt müssen wir erstmal hier reisen. Schauen wir doch mal, können wir die Karte irgendwie öffnen? Relativ dunkel hier auf dem Schiff, obwohl die ganzen Lichter an sind. So, wo soll's denn hingehen? Citadel. Herauszoomen, ja. Citadel. Ah, hier. Citadel sind wir gerade. Relativ interaktiv. Das hier ist also der Serpent-Nebel. Alter, eine ganze Galaxie hier vor uns. Hier ist also die Citadel, dort befinden wir uns gerade. So, und das hier ist die Galaxie, auf der wir uns hier gerade bewegen, die Milchstraße. Unsere gute Milchstraße, so wie Sie sie kennen. Das hier ist das Zentrum der Galaxie! Ein schwarzes Loch im Zentrum.
So, Asteroid X57, Exodus Cluster. Pferdekopfnebel, Noveria. Nee, da wollen wir ja nicht hin. Gemini Sigma. Pinnacle Station, was haben wir denn hier so? Hades Gamma, Artemis Tau. Ja, Liaras Ausgrabungsstätte, dort müssen wir hin. Voyager Cluster, oh, hier ganz außen, ne? So, was haben wir hier noch so? Antika Beta, Ferus, Armstrong Nebel. Ja, Randsektor, was haben wir hier? Hawking Etta, alles klar. Freunde, wir machen uns auf zur Ausgrabungsstätte, denn dort wartet die nächste Mission auf uns. Makedon, Athens, Knossos oder Sparta. Artemis Tau. So, hier war doch richtig, ne? Es fragt sich jetzt nur, wo wir hier hin müssen. Sparta. Wir fliegen einfach mal nach Sparta. In ein anderes System reisen, Freunde. Haltet euch fest. So, die Normandie verlässt die Citadel. Macht's gut, ihr Pisser. Ihr seht uns nie wieder. Jedenfalls nicht für eine lange Zeit. Durch den Hyperraum fliegen wir geschwind ins nächste System. So, wir müssen Liara finden. Sparta. Ganz schön viele Planeten hier, Freunde. Das hier ist also das Sparta-Sonnensystem. Wir haben jetzt aber keine Anhaltspunkte. Ich muss mal ganz kurz ins Tagebuch gucken. Saren ist auf der Suche nach Liara. Ja. Der letzten bekannten Aufenthaltsort war irgendwo im Artemis Tau Cluster. Okay. Alternativ könnten wir ja mal nach Novevia reisen. Noveria. Oder Ferus. Eine Kolonie Ferus angegriffen. Okay, wir gucken nochmal. Natürlich jetzt viel zu entdecken hier in der Galaxie. Hier, Edolus, Alsagis, Sparta, Athens, Artemis Tau. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Cluster hier, aber wo wir da jetzt genau hin müssen, schwer zu sagen. Gucken wir mal, ob wir einen anderen Planeten finden. Hier haben wir Noveria, Pferdekopfnebel. So, hier wird es jetzt auch direkt angezeigt, Noveria. Ist natürlich dann ein bisschen einfacher, wenn wir erstmal nach Noveria reisen. Okay, Freunde, da wird sich die letzte Mission ein bisschen verschieben, aber das macht ja nichts. So, ja, hier haben wir jetzt unsere gute Noveria. Dort werden wir mal gucken, was dort passiert ist auf diesem Planeten. Ich bin sehr gespannt. Noveria ist ein vergleichsweise kleiner Eisplanet, der nach normalen Standards als nicht bewohnbar gilt. Der Planet untersteht der privaten Administration der Novevia Development Corporation, die dort Labore für Experimente verpachtet, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit an keinem anderen Ort durchgeführt werden dürfen. Durch diese außergewöhnliche Situation ist Noveria immer wieder Mittelpunkt wilder Gerüchte und konspirativer Theorien. Gründungsjahr der Kolonie 2163. Knapp 400.000 Menschen nur. Das ist nicht gerade viel. Homestadt Hansan. Hansan. Klingt wie so ein japanische Kampfkunst. Hansan, wah! Orbitaldistanz. Okay, Freunde. Wir werden nun landen. Mann, bin ich gespannt. Unsere erste richtige Mission als eigener Captain. Captain Shepard, dürft Landekontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadell-Mission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Oh ja, Baby. Ganz sicher. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. In der Tat, bei den Temperaturen auf jeden Fall einladend.
So, Freunde. Wir sind jetzt hier. Dann sollen sie mal unsere... Sir? Wegtreten. Dann sollen sie doch mal unsere Identifikation überprüfen. Das ist uns doch Latte. Was haben wir denn hier schönes? Fahrstuhl? Können wir uns hier mal ein bisschen umsehen auf den Normandy? Was haltet ihr denn davon? So, was haben wir denn hier? Keiner will mit uns reden. Das ist ja sehr, sehr traurig. Kai dann. Wie geht's dir denn so, Alter? Brauchen Sie was, Commander? Ich warte auf Input. Oder eine taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Das stimmt. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? In der Tat, der ist noch ein bisschen stinkig, glaube ich, dass wir ihn so aus dem Fach genommen haben, beziehungsweise... Oh, hier, guck mal, haben wir so ein paar neue Waffen hier. Ein paar neue Weapons erhalten. Der ist bestimmt ein bisschen stinkig, dass er nicht mehr bei uns im Außeneinsatz dabei sein darf. Aber es kann nun mal nicht jeder den zauberhaften Shepard begleiten, mein Freund. Stasiskammer, was haben wir denn hier? Okay, Codex-Eintrag. Codex gucken wir uns später an. Erstmal müssen wir diese Mission hier starten. Wir können ja nicht immer hier nur rumeiern. Nicht wahr, Doktor? So, ein bisschen Medigel wieder, bevor wir nach draußen gehen, das ist klar. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ein bisschen nur. Ich hab da was auf dem Herzen, mein Fräulein. Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Ich wollte... Aber die das Menschheit wir doch ist bereits. Auf die Allianz angewiesen. Was ist eigentlich mit Kai da los? Wenn wir die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer... Wie gut viel. Kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. L2? Was für Kopfschmerzen? Wir haben doch alle immer Schmerzen. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Oha. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Oh Mann, kein Wunder, dass wir ihn nicht mehr im Außeneinsatz dabei haben. Ist auch besser so. Wenn er ein bisschen mental anfällig ist, dann weiß man ja nie, was passiert. So, Freunde, wollen wir nochmal den Fahrstuhl aktivieren hier. Wo kommen wir denn hier hin? Wir sind jetzt gerade auf dem Deck 01. Wir fahren erstmal zum anderen Deck hinunter. Dann sehen wir mal, was dort auf uns wartet. Gute Kaidan ist mir auch nicht so sympathisch, muss ich sagen. Aber das ist ja immer alles subjektiv, nicht wahr, Freunde? Ah, wen haben wir denn hier? Das ist ja der Rest der Crew hier, versammelt. Ausrüstungsoffizier. Hey, Commander. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Vorräte kann ich immer gebrauchen, mein Freund. Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Sie bezahlen? Ja, jetzt geht's aber los hier. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Oh, Mann. Zeig hier den Kram. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Was haben wir denn hier so? Scorpion, Alter. Ja, so viel Kosten haben wir eh nicht, Mann, am Start. Sturmgewehr hier. Alles schön weggepackt in ordentliche Pakete, aber... Ja, die ist ja alles schön und gut. Granaten-Update. Plus 1. Medigel-Einheiten um 1. Also Updates können wir bestimmt mal machen. Erhöht maximale Anzahl von Medigel. Okay. 200. Nehmen wir doch mal mit hier. Oder was? So. Haben wir gekauft, ne? Erhöht maximale Anzahl der Granaten. Nehmen wir auch mit. So. Ja, schauen wir mal, ne?
Paar Granaten können nicht schaden. Garrus, alter Freund, da bist du ja, Mann. Dich habe ich gesucht. Brauch einen fähigen Mann in meiner Crew. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Ja, kein Problem, mein Alter. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Bürokratie ist nichts für mich, mein Freund. Ah, das stimmt, ey. Es hat seine Vorteile, ein Spectre zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadellsicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Das war der Grund? Ja, wobei man sagen muss, dass das alles natürlich immer Zeit ist, die dort flöten geht. Sie gingen, weil ihnen nicht gefiel, wie sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadellsicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadellsicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ja, aber es ist eine schwere Entscheidung. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadellsicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadellsicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Das hört sich gut an. Ein Freigeist unter uns. Solange Sie Ihren Job gut machen, können Sie Ihre Angelegenheiten auf Ihre Weise regeln. Danke, Commander. Kein Problem. Ja, so lobe ich mir das doch. Schön selbst mitdenken, ihr Freunde, und nicht immer nur Regeln, befolgen und sonst was machen ihr. Na, inspizieren wir doch mal hier das gute Stück. Codex-Eintrag. Über den Panzer will ich jetzt aber mal mehr wissen hier. Was ist denn das für ein Panzer hier, oder? Stefan Fahrzeuge. Wo war denn das gute Stück? Jo, Biotiken. Biotiker manipulieren Masseneffektfelder mit Hilfe von Element Zero-Knoten, die in ihrem Nervensystem eingebettet sind und auf elektrische Impulse des Gehirns reagieren. Über Verstärker können die Biotiker die Knoten synchronisieren und so Felder entstehen lassen, die stark und weitreichend genug für einen praktischen Einsatz sind. Verstärker können eine spezielle Fertigkeit oder ein Talent verbessern. An dem Implantat ist ein chirurgisch verpflanzter Interface-Port, in den die Verstärker eingesteckt werden können. Bei Menschen wird dieser Port aus praktischen Gründen meist im Hinterkopf eingesetzt. Allerdings müssen die Träger darauf achten, dass er nicht verschmutzt. Implantant-Ports können eine Vielzahl von Verstärkern aufnehmen. Zudem gibt es auch einen wachsenden Markt für Modifikationen und Zusatzmodelle. Die qualitativ hochwertigen Implantate und Verstärker werden von den Asari gebaut. Aber auch die L3-Implantate der Allianz, die zum ersten Mal im Jahr 2170 verpflanzt wurden, gelten als technologisch fortschrittlich. Okay, jetzt wissen wir auch, was mit dem guten Kai dann passiert ist. Den Panzer gucken wir uns später nochmal an. Rex, alter Freund. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich nenne dich jetzt schon alter Freund, weiß ich auch nicht wieso. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Tja, schauen wir doch mal, wie er so drauf ist, der Gute. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Ach, komm schon. Nur ein paar Details. Troganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Oh Mann, ja, tut mir leid. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Nein? Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Ach du heilige Scheiße, genetische Mutation, ja, denen haben wir nichts entgegenzusetzen. Ganz schön perfide. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen.
aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Ja, heikles Thema, nicht wahr? Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten, ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Ich verstehe nicht ganz. Infektion. Was für eine Infektion ist es? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Okay, das heißt aber nicht, dass kein Heilmittel existieren könnte. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Ich verstehe. Bis dann, Rex.